Ende Mai und die Kälte und der Regen drücken nicht nur aufs Gemüt, sondern führen in vielen Regionen Deutschlands auch zu Hochwasser. Besonders betroffen ist in Niedersachsen der Raum Hannover-Hildesheim, wo die Flüsse Innerste, Leine und Aller angeschwollen sind und zum Teil gefährlich viel Wasser in die Weser schieben. Christiane Hoffmann. Plötzlich kam das Wasser auf den Campingplatz in Winsen an der Aller. Der sonst kleine Fluss überflutete Straßen, Wege und Campingwagen. Die Feuerwehr versucht Hab und Gut zu retten. Das läuft hier von den Ackern voll rein bis hinten hin und das haben wir keine Chance. Wenn wir Pech haben, gehen wir komplett landunter, weil man nicht weiß, was noch alles an Wasser kommt. Also wir können nur hoffen, lass es wenigstens nicht regnen. Seit Tagen halten die Wassermassen die Menschen im Osten und Süden Niedersachsens in Atem. Die Flüsse sind über die Ufer getreten, haben Felder mit der Aussaat und Straßen überspült. In den Orten drückt das Grundwasser in die Keller. Zwar hat der Regen erst mal aufgehört und die Pegel sind gesunken, doch in der Nacht sollen neue Niederschläge kommen. Feuerwehren und technisches Hilfswerk rüsten erneut für den Einsatz. Genau, wir haben Angst davor, dass jetzt nochmal neue Niederschläge kommen. Angekündigt sind bis zu 80 Liter pro Quadratmeter. Und wenn das wirklich zutrifft, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Bei Hannover an der Leine forderten die Wassermassen ein erstes Todesopfer. Eine Frau wollte eine überflutete Straße überqueren, wurde vom Wasser mitgerissen. Sie wurde geborgen, starb aber später im Krankenhaus. Die Helfer pausenlos im Einsatz. An den kritischen Stellen wird weiter gepumpt, damit der neue Regen in der Nacht die Orte nicht überflutet.